willkommen bei Kochkunst Réjon Laurent. Heute mache ich eine Lachsquiche für 8 Personen. Brauche ich ein Stück Tartenteig oder Mürbteig, 400 Gramm frischer Lachs, 200 Gramm Räucherlachs, 2 Lauch, 2-3 Kartoffeln, 4 Schalotten, 10 cl Sahne, 6 Eier und frisch gehackt Petersilie. Jetzt die Kartoffeln in kleine Stücke schneiden. 50 Gramm Butter in der Pfanne. Schmelzen. So, die Kartoffeln in kleine Stücke schneiden. Die Butter schmelzen. Kartoffeln in kleine Stücke schneiden und 5 Minuten andünsten. Danach den Lauch in eine kleine Streife schneiden und mit der gehackten Schalotte auch nochmal 10 Minuten dünsten und erkalten lassen. So, Salz, Pfeffer. So, jetzt kann ich den Lachs in Würfel schneiden. Jetzt die Lachswürfel anbraten mit 25 Gramm Butter. Jetzt die Tarte. Jetzt den Mürbteig einstellen mit einer Gabel. Als erstes die Gemüse, Lauch, Kartoffeln und Schalotte verteilen. Würfeln, der Räucherlachs, dann die gehackte Petersilie verteilen, ja, die 6 Eier und 10 cl Sahne mit Salz und Pfeffer übergießen und alles in den Backofen 45 Minuten backen. Jetzt ist die Quiche fertig. Jetzt können wir genießen. Mit einem Riesling. Ich habe die Quiche 5 Minuten in Ruhe lassen. Kann man das schneiden und mit einem grünen Salat genießen. Regalez-vous, bon appétit, et secret de la cuisine. Bis bald, tschüss.